Ja, die Zahlen, die steigen weiter an und das wusste man ja auch schon bereits im Frühjahr, dass der Winter besonders hart werden wird. Jetzt startet dann auch wieder die Grippesaison und deswegen gibt es jetzt auch schon die ersten drei Checkboxen und das ist so eine Art ausgelagerte Containerordination, kann man sagen. Da können die Patienten und Patientinnen mit leichten Symptomen, aber auch Erkältungssymptomen und grippalen Symptomen hierher kommen in den 10. Wiener Gemeindebezirk und zwar in der Ludwig-von-Hönl-Gasse. Und auch der Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und auch der Vizepräsident der Wiener Ärztekammer Johannes Steinhardt haben auch verlautbart, dass es noch 30 weitere Container geben wird. Man möchte natürlich auch darauf hinweisen, dass es gerade in dieser Zeit, es gibt nicht nur die Menschen mit Corona, sondern auch es gibt Menschen mit anderen Krankheiten, die dürfen in dieser schrecklichen, in dieser schlimmen Zeit auch nicht vergessen werden. Und deswegen möchte man auch den Ärzten und Ärztinnen durch diese Container unterstützen.